Ja, liebe Freunde, wir sind immer noch in Landsberg am Lech im schönen Bayern. Heute ist der 28. Oktober 2023. Neben mir ist immer noch Sabrina Kollmorgen, warum auch nicht, denn sie ist ja mit mir hergefahren aus Berlin. Aber ein sehr, sehr interessanter Gast, wie ich finde, ist der Josef Hingerl. Denn er ist Jurist, hat in erster Linie in den letzten Jahrzehnten Insolvenzrecht gemacht und hat aber durch seine Zivilcourage und durch seinen Gerechtigkeitssinn jetzt auch sehr, sehr viel im Strafrecht gemacht, wie wir bereits erfahren haben. Ich begrüße dich. Servus, herzlich willkommen hier in Landsberg am Lech. Schön, Ja. dass ihr da seid, dass ihr von Berlin hierher gekommen seid. Danke auch für deine Gastfreundschaft, denn wir konnten uns ja gestern schon ein bisschen bei dir austauschen und unterhalten, ne? Ja, klar, das ist bei mir wunderbar. Ich habe ja 23 Jahre das Wochenende in Berlin verbracht. Deswegen war es besonders schön mit euch. Ja. Josef, was die Menschen bestimmt am meisten interessiert und was sie sich fragen, ist, du bist ja jetzt in einem Alter, wo man auch mal ein bisschen den Gang runterfahren könnte. Du bist immer noch so aktiv. Du hast jetzt in den 3 Jahren der Corona-Plandemie so viele Menschen verteidigt und hast dich nochmal komplett umstrukturiert, wenn man das so sagt. Denn es ist ja, glaube ich, schon was anderes als Insolvenzrecht, wenn man plötzlich um Strafrecht verhandelt. Was treibt dich an? Wie bist du so motiviert? Wie kommt das, dass du noch mal so viel Gas gibst? Ja, das ist richtig. Also seit 3 Jahren. Aber ich muss mich nicht motivieren, weißt du, ich komme von der Landwirtschaft. Bei der Landwirtschaft ist es üblich, dass man bis zum Schluss arbeitet, bis es nicht mehr geht. Und von daher war das eine ganz natürliche Entwicklung bei mir. Ja? Ja. So, jetzt habe ich aber gemerkt, zum ersten Mal in meinem Beruf sind die Grundrechte von großer Bedeutung. Vorher hat das alles gestimmt. Nicht das ganze Rechtssystem, die ganze Tektur. Und auf einmal blitzen da überall die Grundrechte raus. Und die Kolleginnen und Kollegen, die wollten diese Rechtsgebiete nicht machen. Das geht ja bis ins Familienrecht. Da wollten sie den Müttern die Kinder wegnehmen, wenn die nicht in die Schule geschickt haben wegen der Masken und so weiter. Die Kolleginnen und Kollegen wollten das nicht machen. Und für mich war klar, muss ich ja machen. Und die Kolleginnen und Kollegen haben gesagt, das können wir nicht machen, dann sind wir Querdenker. Da ich aber mein Leben lang von klein auf Querdenker war, ja, das war eine wunderbare Geschichte. Und eins muss ich auch sagen. Also ob ich das als 35-jähriger oder 50-jähriger Anwalt gemacht hätte, mich so zu positionieren und so in das Gefecht zu stürzen, weiß ich nicht. Da möchte ich auch nicht meine Hand ins Feuer legen. Aber als 70-Jähriger ist das eine Ehre, in der letzten Phase sich richtig nochmal einzusetzen für unseren Rechtsstaat und für das, was ich gebrannt habe die ganze Zeit. Chapeau, mein Lieber. Deswegen ist es mir eine Ehre, dass du noch mal vor die Kamera kommst und uns hier ein Statement und ein Interview gibst. Erzähl bitte den Leuten noch mal, was du uns gestern erzählt hast mit diesem Gerichtssaal, wo da immer diese Käfigform war, als ob du da in einem Aquarium sitzt. Wie du das empfunden hast, als für den Angeklagten, für deinen Mandant und wie du es durchgesetzt hast, dass es dann anders kam. Also, das eine ist, dass ich mich für die Mandanten einsetze. Und da haben die Leute immer gesagt, der Hingerl ist ein Bürgeranwalt. Das hat mich eigentlich stolz gemacht. Aber was mich rasend gemacht hat, auf welche Art und Weise Richter null Sensibilität für die gesamte Corona-Situation hatten. Also zum Beispiel Gerichtssaal seit Mitte letzten Jahres, seit April. Da war erstmal das Thema der Masken. Die Gerichte haben immer weiter versucht, mir gegenüber die Masken mit Hausrecht die Masken durchzusetzen. Das war aber schon ausgelaufen. Dann habe ich regelmäßig die Richter abgelehnt, habe gesagt, mit mir bitte nicht. Gut, das war also der erste große Eklat. Und das Allerschlimmste war in München im Strafjustizzentrum. Da haben die Glaskäfige noch gehabt, nicht? Glaskäfig für den Anwalt, Glaskäfig für den davor sitzenden Angeklagten. Der Richter saß früher hinter einer Scheibe, der Staatsanwalt auf. Das hatte man abgebaut schon im Mai letzten Jahres. Und bis Februar diesen Jahres haben die auf der Anwaltsseite und auf der Angeklagtenseite diese Käfige belassen. Das war eine unglaubliche Diffamierung, eine Herabsetzung. Ich habe dem Staatsanwalt vorgeschlagen, setzen Sie sich doch mal darüber. Keiner wollte sich rübersetzen. Eine Geschichte in Bußgeldsachen ist es mir gelungen. Da waren zwei Damen von der Stadt München, nicht in Bußgeldsachen, auch wegen Masken und so weiter. Und ich habe gesagt, setzen Sie sich rüber.
die haben sich tatsächlich darüber gesetzt. Und ich auf der Anklageseite, also das war ja ein Gefühl, die waren ja von vornherein schon verurteilt. Ja. Wenn du die da drüben da drin sitzen siehst. Und mit den Richtern war es am allerschlimmsten, weil ich habe allen Richtern immer gesagt, da setze ich mich nicht rein. Das geht überhaupt nicht. Also auch Mandant nicht und so weiter. Da war jedes Mal ein Streit von einer halben Stunde. Ich habe gesagt, ich lehne sie ab, wenn sie mich zwingen. Dann haben wir irgendwo eine andere Ecke gefunden. Und die meinten dann immer, Herr Dr. Hingel, Sie sind eigentlich der Einzige von den Kollegen, der sich da aufregt. Dann habe ich gesagt, ich bin ja nicht im Strafrecht tätig gewesen. Dann habe ich gesagt, das ist ja ganz klar. Die anderen brauchen sie ja alle. Ich brauche sie nicht. Und deswegen setze ich mich nicht da rein. Oder der andere sagte, was regen Sie sich auf? Das ist doch nur Plexiglas. Dann habe ich gesagt, ja, das ist schon Plexiglas. Aber ein Messer im Bauch eines anderen ist auch was anderes als ein Messer. Und nicht nur Plexiglas und Messer. Nicht? Also es war ständig jetzt mal eine Auseinandersetzung und null Sensibilität für so vorverurteilende Dinge, für die ganze Situation. Das hat mich am meisten erschüttert. Und ich musste dann den Präsidenten des Oberlandesgerichts verklagen, dass er diese Dinger abbaut. Und erst als ich das gemacht habe, haben sie es abgebaut. Im Februar diesen Jahres. Und das ist erschütternd. Erschütternd. Wow. Die alles entscheidende Frage, die ich glaube ich nie... die Juristen nie gern gestellt bekommen, aber ich möchte trotzdem deine private und deine öffentliche Meinung. Funktioniert dieser Rechtsstaat noch, dieses Jurastudium, was du einst studiert hast? Kann man sagen, dass hier noch Recht gesprochen werden kann? Ist der Kampf, macht der Kampf noch Sinn, auch besonders für Menschen, die ich jetzt mal als politisch verfolgt einschätzen würde, wie Ärzte, die sich geäußert haben kritisch, oder Krankenschwestern? Oder Ballermann-Sänger, die kritische Lieder machen, ist für uns noch dieser Rechtsstaat, hat der noch Bestand aus deiner Sicht? Ja, das ist eine Frage, die ich jeden Montag, ich mache ja auch die Montagsspaziergänger, Herr Dr. Hingel, wir haben doch keinen Rechtsstaat mehr, sagt ja jeder. Und diejenigen, die unter die Räder kommen, also die wirklich dann Widerstand gegen die Staatsgewalt verurteilt werden aus fragwürdigen Gesichtspunkten, die Leute, die in Ohnmacht verfallen. Für die ist es furchtbar. Für die ist es furchtbar, die glauben sicher nicht mehr an den Rechtsstaat. Für mich ist es relativ einfach, denn ich kann kämpfen, ich kann jeden Tag kämpfen, ich kann mir selber helfen und ich kann tatsächlich für den Rechtsstaat jeden Tag kämpfen. Für mich ist das eine andere Geschichte. Ich kann nicht anders. Und ich hoffe, ich habe ja heute bei meinem Vortrag gesagt, Vergangenheit, der erste Stresstest am Grundgesetz, haben die Richterinnen und Richter total versagt. Das ist total daneben gegangen in diesem Bereich. Aber ich hoffe, dass jetzt über die Richterinnen und Richter eine Aufarbeitung möglich ist. Das habe ich ja aufgezeigt über die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Das ist meine Hoffnung. Und dass die Richterinnen und Richter eine zweite Chance jetzt bekommen. Und das sind die einzigen, die uns aus dieser Situation raushelfen können. Denn die Politiker machen es nicht, die wollen ja nicht aufarbeiten. Die Medien kann man von vornherein vergessen. Die Ärzte sind jetzt in einer dramatischen Situation. Das sind ja alles Kriminelle jetzt in der Zwischenzeit. Nach der rechtlichen Betrachtung keinerlei entsprechende Aufklärung vor dem sogenannten Impfen und damit lauter Straftaten. Also da kommt auch nichts. Die einzige Chance haben wir bei den Richterinnen und Richtern. Hieß ja immer, wir haben es damals nicht besser gewusst, deswegen haben wir so und so geurteilt. Und jetzt sagte der Habart selber, wenn wir es heute besser wissen, dann wird alles, was früher gerade noch verfassungsgemäß war, das ist heute verfassungswidrig. Bitte, liebe Richterinnen und Richter, packt's an und arbeiten wir die ganze Geschichte auf. Was hätte denn ein Arzt sagen müssen, damit er kein Straftäter ist? Wie hätte er mich denn legal impfen dürfen aus deiner Rechtseinschätzung? Ja. Genau, also die einzige Chance, wie der Arzt von der Straftat weggekommen wäre, wäre folgende, und das steht auch in diesem Aufsatz von Gierhake und Gebauer drin, die einzige richtige Aufklärung wäre gewesen, lieber Herr Hinterhuber, Sie kommen bei mir jetzt zum Impfen, ja, weil der Lauterbach und der Spahn alle sagen das, aber ich muss Sie darauf hinweisen, ich injiziere Ihnen etwas, wo ich nicht weiß, was da drin ist. Ich weiß aber überhaupt nicht, welche Auswirkungen das hat. Wenn er das gesagt hätte, ob sie die noch impfen hätten lassen, ist eine andere Geschichte, dann wäre er straffrei. Das hat aber fast niemand gemacht. Und damit sind das lauter Straftaten.
Nun haben wir aber nicht genug Haftanstalten in Deutschland, um die ganzen Ärzte, die mitgemacht haben, einzusperren. Was ist denn dann jetzt der Ausgang dieser Geschichte, der mögliche Ausgang? Ja, der Kollege Gebauer, der sagte das schon in Interviews, er sagt, Amnestie. Amnestie. Amnestie setzt voraus, Straftaten liegen vor. Wir haben massenweise Straftaten, wir können die Ärzte nicht alle einsperren, gell? Das wird schwierig sein. Und dann wird man vielleicht auf die Idee kommen, also Amnestie, wobei die Ärzte dann folgendes Problem haben, wenn jemand irgendeinen Impfschaden hat, dann ist der Arzt schadensersatzpflichtig, denn er hat ja keine Aufklärung geleistet. Also das ist das Einfachste noch. Das wird furchtbar für die Ärzte, aber die haben ja genügend verdient. Dass die das ganze Geld, wie gewonnen, so zerronnen, wieder abgeben müssen. Wenn die Bürger, wenn die Prozesse anfangen, dann schaut es für die Ärzte sehr, sehr, sehr schlecht aus. Wie siehst du das? Ja, also wir Betroffenen, die auf die Anklagebank gesetzt werden und ja, für Taten angeklagt werden, die wir nicht begangen haben, brauchen wir natürlich so mutige und kämpferische Anwälte wie dich. Und ich bin sehr stolz und sehr glücklich, dass wir uns kennengelernt haben. Ich glaube nicht an Zufälle und ich danke dir sehr. Wir haben uns gestern intensiv unterhalten, auch über ein Fall einer Familie, wo eben Kinder rausgenommen werden sollten. Das ist mir auch sehr unter die Haut gegangen, denn ich kenne auch eine Mutter aus Berlin, der hat mal mit dem SEK-Einsatz die Kinder aus der Wohnung geholt. Die waren viele Monate im Kinderheim, ohne Kontakt zur Mutter zum Teil. Gerade wichtige Tage wie Weihnachten und Ostern gab es ein Kontaktverbot. Und die Mutter hat sich aus lauter Verzweiflung vor das Kinderheim gestellt zu Weihnachten und hat ihren Kindern auf der Straße Lieder gesungen. Und davon gibt es wahrscheinlich sehr, sehr viele Fälle, die alle nicht bekannt sind, weil wir diese Menschen nicht kennen. Die Fälle gibt es aber trotzdem. Und genau, wir brauchen Anwälte wie Ja, dich. also es war ein großer Teil, war die ganze psychologische Betreuung, sehr viele alleinerziehende Mütter, die tatsächlich ihre Kinder schützen wollten. Und das war ein großer Teil meiner Arbeit überhaupt, die zu betreuen. Das war eigentlich das Wichtigste. Und aber auch sehr, für mich sehr erfüllende, muss ich auch sagen. Also ganz besonders diesen Frauen hauptsächlich helfen zu können. Das war das Allerwichtigste und für mich Schönste. Hast du auch solche Fälle gehabt, die bei Menschen wie Sabrina und mir oft jetzt vorkamen, wie dass wir die Polizisten angeblich böse angegriffen haben und Widerstand gegen Ja. Vollstreckungsbeamte, Beamte mit Beleidigung, hast du auch solche Fälle verteidigt? Alles rauf und runter. Es ist furchtbar, weil die Aussagen der Polizisten natürlich auch furchtbar waren, teilweise mit Widersprüchen rauf und runter. Aber da muss man eins sehen, diese Polizisten sind alle von der Exekutive, von ihren Vorgesetzten ausgenordet. Die kommen ja fast gar nicht. Kommen mir fast gar nicht aus. Die tun mir also sowas von leid. Die Falschaussagen haben sich nachher noch gezeigt in aller Deutlichkeit. Aber das sind eigentlich teilweise auch arme junge Burschen, die verheizt wurden. Naja. Finde ich sehr, sehr, sehr schade. Also schuld ist hier die Exekutive, schuld sind die Politiker und auch die entsprechenden Vorgesetzten. Ich habe hier furchtbare Dinge erlebt, genauso wie in Berlin, der kennt es ja auch in München. Alter Mann, der von hinten angesprochen Ja. wird, dann zu Boden gebracht. Der konnte nicht mal sprechen, der war stumm und konnte sich überhaupt nicht wehren. Abgeführt und zu Boden gebracht. Also unglaublich behandelt. Aber das muss man alles noch verkraften. Wichtig, dass man aus der ganzen Geschichte herauskommen, dass man irgendwo, insbesondere, dass die Verantwortlichen, sage ich immer, Verantwortung übernehmen, das heißt sich äußern dazu stehen und dann kann man vielleicht irgendwann zur Versöhnung kommen. Denn irgendwo müssen wir raus aus der Geschichte. Denn die letzten 3 Jahre, ich konnte die letzten 3 Jahre nicht mehr lachen. Und da müssen wir raus. Heute schöne neue Welt. Vielleicht haben wir einen Anfang gemacht heute in Landsberg. Ja, vielen lieben Dank für dieses Interview, dass du auch mal hier dich vor die Kamera gestellt hast und einfach mal die Fragen mit uns durchgegangen bist. Ich hoffe, dass wir uns in Kürze wieder begegnen. Du hast ja gesagt, bis vor kurzem warst du noch regelmäßig auch in Berlin. Richtig. Und ich hoffe, dass unsere Wege sich bald wieder kreuzen. Das hoffe ich auch. Da würde ich mich riesig freuen, euch beide zu sehen, dass sich unsere Wege kreuzen, dass wir in Verbindung bleiben und weiter schauen, dass wir alle gemeinsam diese großen Hürden
überwinden. Vielen lieben Dank. Wir sehen uns auf der Straße und bis dahin wünschen wir euch viel Kraft, liebe Grüße. Servus, Hand aufs Herz, eine Verneigung für euch und ein Lächeln nach Berlin. Servus. Servus. Tschüss. Du musst auch Servus sagen. Nee, du, sie ist Querdenkerin, sie muss gar nichts. Stimmt, Servus und Adieu. Nee, Fürzi? Vierti. 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 Weißt du, was Vierti genau heißt? Dass die meisten Infizierten nun Geimpfte sind, das muss Zufall sein, das weiß doch wirklich jedes Kind. Das muss Zufall sein, Zufall sein, Zufall sein. Das muss Zufall sein.